Ja. So, Project Hospital, meine Freunde. Das ist mega. Wie gesagt, der Entwickler, super freundlich, super nett, hat uns drei Giveaway-Keys zur Verfügung gestellt. Ich danke an dieser Stelle wirklich ganz massiv. Auch dem guten Jan, dem Lead-Programmer von Project Hospital. Und mega nice, mega nice. Vielen, vielen Dank. Was, endlich ein Live-Zwerg im Krankenhaus? Ja, na klar. Ich habe noch gar nicht angefangen und es ertönt schon Sirenen. Ah, es wird episch. Also, wir spielen Sandbox. Meine Lieben, ganz kurz vorab. Diese Folgen kommen als Einzelfolgen auf YouTube. Parallel kommt aber auch noch der Livestream, die Aufnahmen, die ich schon gemacht habe, als eigenständiges Short-Let's-Play-Projekt. Okay? Nur kurz dafür. Und das ist super. Kiba, mega, wenn du einen guten Anschluss in die Community gefunden hast, auf dem Discord und so weiter, nette Leute getroffen hast, mit denen du mal auch zusammenspielen kannst, mehr will ich gar nicht. Das wäre die größte Ehre für mich, wenn hier Leute zusammenfinden, die alle nett miteinander umgehen, jeder respektvoll miteinander umgeht und jeder eine schöne Zeit hat, wenn er sich auf den Discord oder wo auch immer auf zwergtyp.de einloggt, ja. Dann wäre das für mich mit Abstand das Bestmögliche, was bei rauskommen kann aus diesem Kanal. Okay, so, alle ready? Auf geht's, Sandbox. Wir machen natürlich ein großes Feld. Aber wir nehmen kein fertiges, ja? Wir nehmen Sandbox B. Ja, sehr großes Feld, das passt mir. Freie Flächen. Ach, geht's. Discord, Knaiers, was? Discord funktioniert bei dir nicht? Was? Crash, kannst du mal kurz im Beginnerkanal neue, Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Angelo, dankeschön für 99 Cent, vielen Dank. Keine Nachricht hinterlassen. Musst du machen. Crash, kannst du mal kurz eine Einladung in den Twitch-Chat reindonnern auf den Beginner-Kanal? Das wäre supi. Du müsstest eine erstellen können. So, meine Lieben. Da sind wir. Was? Tote deaktivieren? Nein. Also, ein bisschen... wir kriegen das schon hin. Wir schaffen das auch ohne. Ja? Maybe. Maybe not. So, pass auf. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch mal ein bisschen kosmetische Arbeiten hier durchführen. Ich sitze jetzt hier ein bisschen oberhalb. Das hat aber Hintergründe. Gründe, ja, meine Lieben. Gründe mit Hintern und so. Gut, also ich würde sagen, hier starten wir unser Krankenhaus. Wir bauen jetzt mal ein Fundament. Und ich werde jetzt mal so ein bisschen, auch das, was ich im Let's Play ein bisschen lernen durfte, werde ich jetzt hier so ein bisschen einfließen lassen, ja. Also wir werden jetzt hier einen Korridor bauen, der ist 3 breit. Kinder, Dankeschön und herzlich willkommen und ja, mega nice, komm erst mal an. Super. So, wir bauen jetzt hier ein Fundament. Das hier ist unser Pericles, auch dir herzlich willkommen. Vielen Dank für dein Follow. Super. Okay, also wir bauen jetzt hier erstmal ein Fundament. Das ist erstmal der Anfang. Und von dort aus geht es jetzt mit einem Abteil sozusagen, werden wir anfangen und hier unsere Notaufnahme platzieren. Ich nehme da jetzt erstmal ein bisschen Platz weg, weil ich weiß, dass wir da ein bisschen was brauchen von. Ja? Der Korridor soll über die ganze Karte sich quer erstrecken. Da soll wirklich dann auch das Epizentrum unserer Klinik sein. Und hier nehme ich jetzt erstmal einfach noch ein bisschen Platz. Wir haben aktuell 81.000 Budget. Ja? Das ist unser Anfang. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich würde gerne Sockel mit Außenwand. Warte mal, lass mal gucken. Ach komm, so. Ein Sockel mit Außenwand. Jetzt brauche ich mal ganz kurz ein bisschen mehr Sicht. Mal fangen wir mal so an. Wir können das jederzeit alles wieder ändern. So. Okay, meine Lieben. Es wird so langsam.
Super. Okay. Ich mache mal alles runter. Okay. Jetzt brauchen wir erstmal einen Eingangsbereich in die Klinik. Das bedeutet eine Doppelschiebetür. Herr Rasierer, auch dir. Dankeschön, herzlich willkommen. So, nee, das geht nicht. Pass auf. Eine Metallschiebetür. Ah, das ist ja übel. Ich glaube, wir machen hier unten nochmal das Fundament einen Ticken größer. Um nochmal, ich würde sagen, eins noch. Da reiße ich mal ganz kurz die Wand nochmal schnell ab. Ihr seht schon, das ist total simpel. Ja, kannst du super schön auch anpassen. So, machen wir das so. Und jetzt müsste auch diese doppelte Doppelschiebetür. Hier, genau. Die geht hier rein. Dann haben wir hier nämlich eine große Türe, die den Eingangsbereich bildet. So. Jetzt kommen Planungen, Raumplanungen quasi als allererstes. Das heißt, wir haben als allererstes mal einen Empfang. Der Empfang sitzt hier. Ja, das ist unser Empfang. Dann neben dem Empfang, weil wer reinkommt, muss wahrscheinlich immer sehr schnell auf die Toilette. Machen wir hier eine Toilette. Und hier ist der Hauptkorridor. Ja, das ist unser Hauptkorridor und hier verteilt sich so quasi die... die Leute, die alle, Achtung, wichtig, in die Notaufnahme wollen, ja? Denn das ist alles, was wir hier bauen, ist Notaufnahme. Gut, dann haben wir noch unbedingt ein Wartezimmer. Und ihr seht schon, jetzt wird es auch mit dem Platz gerade schon ein bisschen erstmalig eng. So, und hier kommen jetzt die Arzt-, also die Behandlungszimmer hin. Ich mache die mal von der Größe her so, machen wir die 6x5 bei, also als allererstes Mal. Dann haben wir nämlich hier auch nochmal Platz für einen Aufenthaltsraum für unsere werten Damen und Herren. So, und dann machen wir hier nochmal den Korridor ein bisschen länger, damit hier klar ist, dass hier Korridor ist. Ups, bin ich drüber hinausgeschossen. So, okay, meine Lieben. Jetzt bauen wir das Ganze quasi, nachdem wir es jetzt geplant haben, bauen wir jetzt im Prinzip das ganze Ding erstmal fertig. So. Ich mache das jetzt mal gerade, ich weiß, ich bin gerade nicht so aktiv im Chat unterwegs. Aber ich mache das jetzt erstmal, damit ich so ein bisschen auch für mich selber jetzt mal so ein bisschen einen Ersteindruck auch kriegen kann. So, und jetzt müssen wir diese ganzen einzelnen Räume erstmal bauen. Ja, so ist erstmal Epizentrum. Ja. So, also, wir brauchen als allererstes jetzt mal einen Zugang zu unserem Wartebereich, ja. Da kommt eine Glastüre hin. Ist eigentlich egal, so. Und für die Toiletten gibt es auch nochmal eine Türe, eine weiße Türe. Und hier bei den Ärzten und Aufenthaltsbereichen gibt es auch nochmal eine Türe. Und hier kommt nochmal eine Türe rein, weil hier bauen wir noch was hin. Das weiß ich allerdings, aber das wisst ihr jetzt gerade noch nicht. Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit den Räumlichkeiten an, die uns am meisten brennen. Zum Beispiel von vorne, wir brauchen hier einen Infopoint. Ja? Das heißt, wenn die Leute reinkommen, dann müssen sie erstmal hier vorbei und müssen sich erstmal anmelden. Ja? Das ist so jetzt der Bereich. Dann brauchen wir einmal die Geraden. Zack, zack, zack. So, und dann gibt es hier einen Bürostuhl, einen Computer, eine Papierablage und einen Drucker. Gibt es hier auch gleich noch. Ja, dann weißt du, Rezepte drucken und so Zeugs. Dann machen wir hier noch einen Aktenschrank hin. Ja, und hier vielleicht nochmal einen. Genau, so, mehr sehe ich jetzt gerade nicht, was ich hier unbedingt in dem Bereich bräuchte. Ich habe nur eine Sache noch gesehen, und zwar, dass der Empfang wird hier ein bisschen größer gemacht. Das wird hier alles Empfangsbereich werden, weil dann können wir nämlich hier im Empfang, können wir dann hier zum Beispiel, warte mal kurz, ich muss das nochmal wählen, können wir dann hier auch zum Beispiel die ersten Wartebänke hinsetzen. Das heißt, wenn die Leute sich anmelden wollen, können sie hier kurz warten, bis sie dann durchkommen, ja. Auch meinetwegen gerne nochmal mit einem Wasserspender. Ja, kann man hier dann hinbauen und vielleicht auf der anderen Seite hier dann auch noch einen Snackautomaten. Können die Leute gleich erstmal was zu beißen organisieren. Wir brauchen eine Kaffeemaschine. Ist halt ein Krankenhaus. Ja, na klar. So, damit ist der Empfang jetzt erstmal theoretisch. Schauen wir mal. Fehlendes Personal ist das Einzige, was hier fehlt. Auch hier fehlende Ausstattung in der Toilette. Das heißt, die, wir haben quasi einen Engpass an der Schüssel. Ne? Das müssen wir jetzt besiegen. Ja, besiegen. So, dann gibt es hier erstmal so ein Föhngerät. Mülleimer gibt es auch noch.
Und dann gibt es natürlich auch Waschbecken. Zwei Stück. Und an den Waschbecken befestigen wir Spiegel. Und jetzt kommt der große Moment. Wir müssen jetzt hier erstmal noch eine Wand einziehen. Und das ist immer so eine Sache, da traue ich mich immer nicht so ran. So, das hinterste wird eine ganz kleine Schüssel. So, okay. Dann machen wir hier das hin. Nochmal eine Türe, nochmal eine Türe. Dann haben die hier Türen. Da können die nämlich dann locker flockig durchgehen. So, damit ist jetzt der Bereich vom... Können wir das ganz klein machen? Ah, die Türen gehen immer nicht, ne? Damit ist jetzt der Bereich mit den Toiletten eigentlich auch theoretisch fertig. Genau. Jetzt kommt der nächste Bereich, hier den Aufenthaltsraum. Da machen wir auf jeden Fall erstmal, machen wir so, erstmal einen Automaten, ja, also so einen Wartenummernautomaten. Da brauchen wir auch ein Info-TV dafür, damit der auch anzeigen kann, wer gerade aufgerufen wird. Na, muss man auch wissen. Da muss der Doc nämlich nicht extra kommen und die Leute reinholen, sondern dann werden die quasi hier über den Aufenthaltsbereich werden die dann geholt. Dann gibt es hier, was machen wir noch? Hier einen Stuhl noch vielleicht. Nee, Quatsch. Das ist, würde nicht aussehen. Ne? Man kommen hier nochmal so Topfpflanzen hin, damit auch in unserem Wartebereich. Und eine Uhr können wir auch noch hinklatschen, damit es in unserem Wartebereich einfach auch hübsch ist. Ne? Da können wir dann auch noch andere Sachen machen. Hier zum Beispiel kommt noch eine Pinnwand hin. Das ist auch wichtig, ne? Damit die Urlaubsfotos auch irgendwo einen Platz finden. Gut, hier machen wir einen Mülleimer hin. Ja, gleich mal Zeug wegschmeißen kann. Und hier können wir dann theoretisch noch überall so diese ganz speziellen Poster und so Zeugs hinmachen. Das ist auch immer wichtig in einem Krankenhaus, dass irgendwelche borstigen Poster an der Wand hängen. Ah, da ist die Kaffeemaschine. Sehr schön. Jetzt kommt der wichtigste Bereich, ein Esstisch für unsere Leute. Den baue ich mal so hin. Da kommen dann auch noch Stühle ran. Dann kommt hier auch auf dem einen, wobei da könnte man nochmal einen kleinen Tisch irgendwo hin. Ah, einen Kaffeetisch. Und da kommt dann der Fernseher hin. Und dann kommt hier das Sofa noch her. So, weil das jetzt der Aufenthaltsbereich für unsere Leute ist. Und ich finde, da dürfen wir uns schon mal ein bisschen, da dürfen wir auch schon mal was ausgeben. Dann kommt hier nochmal der Kaffeetisch nochmal hin. Und da kommt dann auch die Kaffeemaschine drauf. Sollen, was? Ach, die muss hier oben stehen, oder was? Na gut, dann steht die halt da. Dann kommt der Stuhl hier weg. So, Kaffeetisch. Gut, dann brauchen wir auch hier nochmal einen Spiegel, damit man sich hier nochmal ein bisschen ordentlich herrichten kann. Ja. So, was brauchen wir noch? Bücherregal. Warum nicht? Kühlschrank gibt es auch noch. So. Kann man die noch hinbringen? Ja, so Schließfächer wären nie verkehrt, glaube ich. So ein paar Schließfächer. Zack. So, jetzt kommt der Bereich, der mich am meisten interessiert und der euch wahrscheinlich auch am meisten interessiert. Und zwar, jetzt brauchen wir ein Arztzimmer. Meine Lieben, je mehr wir diese Arztzimmer ausbauen und je mehr Zeug wir da reinklatschen, auch Utensilien für den Doc, desto besser kann der Arzt dann auch sozusagen Entscheidungen treffen, ja? Jetzt muss ich mal gerade ganz kurz gucken. Wir haben hier einen Schreibtisch. Schreibtisch. Was ist das für ein Schreibtisch? Das ist auch so ein Schreibtisch, aber da schaut der irgendwie schicker aus. So, machen wir mal so hin. Ich baue die beide jetzt ungefähr gleich auf. Dann gibt es hier einen Bürostuhl. Und dann gibt es jetzt hier nochmal einen... Haben wir da noch einen Stuhl irgendwo? Normalen Hocker? Nee, einen Stuhl würde ich. Ja, hier so ein Stuhl. Damit der Patient oder Delinquent, je nachdem, wie man das möchte, dann auch beim Doc sitzen kann und dem auf dem Schoß erzählen kann, was ihm so gerade durch den Kopf geht. Ne? Oder halt auch nicht. So. Dann bauen wir jetzt hier nochmal die Mülleimer einmal hin. Ne? So. Jetzt braucht unser Arzt. Unser Arzt braucht de facto einige Sachen. Er braucht auf jeden Fall erstmal einen PC. Das ist wichtig. So, was jeder Arzt auf jeden Fall auf dem Tisch auch noch braucht, ja, ist auf jeden Fall einen Drucker. So. Ein Drucker ist nie verkehrt. Dann dürfen bei uns auch Sehtests durchgeführt werden. Emily, Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Herzlich willkommen. Ah,
2. So. Jetzt geht's weiter mit so Geräteschränkchen. Die dürfen auch in jedem Arztzimmer nicht fehlen. Machen wir mal einmal dahin. Und da können wir jetzt zum Beispiel nochmal überlegen, ob wir jetzt hier bauen wir so eine Liege auf, ne? So schon ein bisschen unbequem. Und da machen wir dann so ein Licht auch noch hin, ja, damit auch da dann auch mal geguckt werden kann, was da so im Rachen steckt. Hier können wir dann so, keine Ahnung, so Utensilien. Ein CRP-Analysator. Schneller Bluttest zur Messung von Entzündungsparametern. Kann man jetzt sagen, was man will, halte ich für durchaus interessant und sinnvoll, in einem Arztzimmer sowas reinzustellen. Ja? Ein Audiometer könnte man noch reinstellen, Gerät zur Bestimmung der Hörleistung, auch interessant. Ja, je mehr wir davon hinzufügen, desto mehr und umfangreichere Tests können wir machen. Natürlich. Mystix, Dankeschön auch dir für dein Abo auf YouTube, herzlich willkommen. So, je mehr davon da stattfindet, desto mehr können wir natürlich machen. Wir bräuchten später gegenüber, deswegen ist da auch noch ordentlich Platz, kommt auch noch ein Labor hin. Ja? Das heißt, wir können auch, unsere Ärzte können zum Beispiel Blut abnehmen und oder Bakterien zum Beispiel in einem Labor erstmal anzüchten lassen, um zu gucken, was ist es eigentlich, ne? Was hilft dagegen. 1000 Sachen können dann getan werden, aber am Anfang reicht es, wenn das Arztzimmer halt erstmal so über Grundausstattung verfügt. Ne? Ein bisschen Zeug. Genau, was bräuchten wir noch? Was muss in unser Arztzimmer noch rein? Ich müsste jetzt mal ganz kurz überlegen. Eine Sauerstoffflasche wäre bestimmt nicht verkehrt. Bin ich jetzt in dem Baumenü? Ja, ne? Was wäre interessant noch? Was könnten wir noch unbedingt brauchen? Dieses Audiometer wäre zum Beispiel so eine Idee. Könnten wir auf ein Schränkchen draufstellen. The Lord of Doom! Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Herzlich willkommen. Handtrockner sind nicht hygienisch. Ja, das ist richtig. Aber ich würde auch gerne hier irgendwo anderen trocknen. So Papiertaschentuchtrockner oder so ein Waschenseil mit der Rolle, wo du dann immer durchrollst. Ist auch, glaube ich, auch nicht verkehrt. Aber gibt's gerade nicht. So, okay. Aber da kommt ja bestimmt auch noch einiges. Also ich bin da festen Überzeugung, dass sich die Entwickler hier ordentlich was einfallen lassen. So, hier könnt ihr sehen, was eigentlich noch alles geht. Wir können zum Beispiel ein Röntgengerät nochmal bauen oder irgendwann ein MRT. Ja, auch kein Problem. CT geht hier. Ja, ein Angiograph könntest du machen, ne? Oder und. Aber das alles haben wir hier nicht drinnen. Was haben wir hier drin? Wanddefibrillator. Warum nicht, ne? Könnten wir eigentlich in einem Arztzimmer? Wäre das eigentlich nicht verkehrt. Dann machen wir als aber, wie viel kostet der? 500 Euro. Oh. Ultraschallgerät ist auch mit Sicherheit kein Schaden. Was ist das hier? RIA? Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Holla, Dankeschön, 10 Euro. Kommen zwei Zwerge in die Kneipe, sagt der eine zum Wirt. Hey Wirt, zwei halbe. Meint daraufhin der Wirt, da sehe ich. Und was wollt ihr nun trinken?